Dann spiele ich den. Der geht raus, weil er gegen Drytron nichts mehr tut. Weg mit dir. Weg, weg. Oh, hey, hey, Oberti. Was machst du da? Wie? Was meinst du? Ach, weißt du es noch gar nicht? Die haben das wieder aufgelöst. Die spielen jetzt doch nach den alten Regeln. Vielleicht solltest du das deiner Community mal sagen. Nee. Thank you for your patience. Following finalized discussions and feedback, we would like to announce that similar to the remote Duel Extravaganzas events, Road Duel YCS will also be using what's commonly known as April 2020 Master Duel. Rules Revision. Das ist jetzt nicht der Scheißernst, oder? Doch, es ist der Scheißernst. Ich habe euch ja heute Morgen ein Video rausgehauen, wo ich darüber gesprochen habe, dass Raid and Trade für die YCS die Rulings nicht annimmt von letztes Jahr April, die Änderung. Doch, passiert jetzt. Das heißt, ihr habt bis heute Abend Zeit, um 23.59 Uhr eure Decklisten abzuschicken. Ich frage mich halt nur, why? Denn ihr solltet quasi bis jetzt eure Decklisten schon abgeschickt haben, bis 9 Uhr. Und jetzt hauen die raus so, ja nee, wir machen doch die anderen Regeln, hau raus. Das ist schon wieder komplette Implikation für das Metagame, was schon wieder sich geändert hat, innerhalb von einem Tag. Was soll denn der Dreck? Jetzt geht's um die Rulings, die es wirklich gibt. Wir sind jetzt hier bei den Event-Specific Rulings und hier wurde quasi nochmal gesagt gehabt, ja, okay, wir spielen doch die anderen Regeln, wir haben uns geirrt. Karten, die den Trigger treffen, müssen in der Location sein, in der sie hingeschickt wurden, um aktivieren zu können. Das heißt, Sachen wie Benton funktionieren nicht, wenn die von der Location mit zum Beispiel D.D. Crow wegbewegt werden, können den Effekt nicht aktivieren. Wow, wussten wir schon, jetzt ist es wirklich offiziell, dass sie dieses Ruling auch benutzen. Das ist Nummer 1. Das zweite ist, was ich gestern auch schon angesprochen habe, Attempted Summons, das heißt, wenn ihr versucht, ein Monster zu beschwören und ihr habt eine andere Sektion, wie zum Beispiel Transcode Talker oder jetzt in dem Fall hier Red Eyes Fusion, dann dürft ihr die Karte trotzdem aktivieren, obwohl ihr versucht habt, was zu beschwören, weil die Beschwörung annulliert wurde. Das ist auch, by the way, wichtig für Summon Limits, weil Summon Limit die Beschwörung halt nicht als Beschwörung zählt. Und dann haben wir einmal das Ruling mit den Spell Traps, das heißt, permanente Fallenkarten, die zu Monstern werden, gelten nicht mehr als blockierte Zonen in der Zauber- und Fallenkartenzone. Da habt ihr es. Und Karten, die ins Deck gemischt werden oder ins Extra Deck, Face Down, können ihre Effekte nicht mehr aktivieren. Das heißt, alle Punkte, die ich heute gesagt habe, nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir spielen nach den neuen Regeln. Jetzt gibt es hier noch ein paar Karteninteraktionen, die wichtig sind für das Ruling von jeweiligen Decks. Tri-Brigade Revolt und There Can Be Only One. Das Ruling ist schon bekannt, aber ich gehe jetzt nochmal ganz normal darauf ein. Wenn ihr Tri-Brigade Revolt aktiviert, wenn Tikaboo auf dem Feld liegt, dann beschwört ihr alle eure Monster, die ihr beschwören wollt, mit einem legalen Target, logischerweise im Extra-Deck. Dann wird quasi auf dem Feld gecheckt, was für Monster ihr kontrollieren dürft. Ihr schickt dann alle Monster zum Friedhof, die ihr nicht kontrollieren dürft. Und dann, wenn ihr noch Link beschwören könnt, Link beschwört ihr. Wenn nicht, bleiben die Monster auf dem Feld als annullierte Effekte, was ziemlich, ziemlich nice ist. Dann Älterer Winder versus Revolte. Wenn der Winder irgendwie in der Chain aus Feld kommt oder vorher schon liegt, könnt ihr Revolte nicht aktivieren oder nicht resolven. Easy Game. Revolte versus Zombie World. Zombie Welt macht ja alles zu Zombies. Bisschen beschissen. Und das heißt, ihr könnt Revolte aktivieren, wenn ihr eurem Banish Pile dieses Volume Monster habt und ihr mindestens einen Bearbrew Max Deck habt, denn dann könnt ihr mich mit zwei Tribal Monstern Bearbrew machen, weil ihr braucht halt keine Beast Warrior Monster, sondern ihr braucht halt nur Tri-Brigade Monster. Das geht, by the way, aber auch nur, wenn ihr in diesem Spielzug noch keinen Tri-Brigade Effekt benutzt habt. Denn sonst könnt ihr das halt nicht machen. Dann noch ein Ruling zu Amazement. Ihr könnt einen Dragoon mit Amazement nicht targeten. Noch ein ganz kurzer Einschnitt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber bei dem Event könnt ihr mit Skystriker as Ray Sieg beschwören. Obwohl die eigentlich als Link-Beschwörung beschworen werden muss. Keine Ahnung warum, aber bei dem Event ist das wohl so. Ihr aktiviert Triple Tactical Talents, um einen gegnerischen Monster zu übernehmen. Euer Gegner chaint darauf Maskerena, macht sein Monster und das zu Unicorn, dann würdet ihr die Kontrolle darüber bekommen. Jetzt müsste man denken, der Spieler, der die Kontrolle darüber bekommt, könnte den Effekt von Unicorn aktivieren, weil es ja beschworen wurde. Nee, nämlich der Spieler, der Nightmare Unicorn beschworen hat, kann den Effekt aktivieren und gegebenenfalls seinen eigenen Unicorn wegmischen. Ist auch ganz funny eigentlich. Dann haben wir noch einmal temporär gebannischte Karten. Relativ easy Ruling, wenn ihr eine Karte habt, die temporär gebannischt wird, wo die Kontrolle übernommen wurde vom Gegner, ist es so, wenn das Monster zurückkommt, geht es auf das Feld, wo es geklaut wurde und geht dann zurück zu dem Spieler, dem sie das normalerweise gehört. Weil der Effekt, der das Monster klaut, ja nicht mehr applied. Underworld Goddess of the Closed World, Cyber Rev System negaten. Ja, weil Cyber Rev System auch vom Friedhof beschwören kann
und das nicht wählt. Das heißt, das geht halt. Kannst du mit Ghostbed Haunted Mansion einen Drytron-Effekt aktivieren, der in Hand aktiviert? Die Antwort ist nein, denn es ist ja bei Aktivierung schon klar, dass diese Karte nicht vom Friedhof kommen kann. Wenn John Lockwood in dieser Runde aktiviert wurde und ihr habt Nummer 75, also das tolle Ding hier, dann könnt ihr den Effekt nicht aktivieren, denn ihr lässt beide Spieler eine Karte ziehen und das geht by the way nicht. Und dann hier auch ein Ruling zu Gozen Match oder alles, was in die Richtung halt geht. Wenn ihr Skystriker S-Ray auf dem Feld habt und ihr habt ein legales Target im Extra-Deck, könnt ihr den Effekt von Skystriker S-Ray aktivieren, wenn es euer einziges Monster ist und dann in ein anderes Skystriker-Monster hinlinken, wie ihr wollt, weil ihr dann kein Monster mehr kontrolliert. Das heißt, Gozen Match restrictet euch da eher weniger. Ja, das waren alle Sachen dazu. Ich wünsche euch viel Spaß bei der YCS, denn ich habe das Gefühl, das wird richtig super. Nee, Spaß beiseite, ich habe Bock auf das Event. Ich werde hier Tribigate spielen und ich bin richtig, richtig gehypt.